Roger Ziegler, herzlich willkommen bei uns am HSB-Kongress in Münzingen 2016. Du hast heute ein Referat gehalten, was auf großes Interesse gestoßen ist zu Themen wie Medizin sinnvollerweise, hochsensible, du hast ja von einem überhitzten Nervensystem, von einer Art Feuererkrankung gesprochen. Und meine erste Frage, ich würde dich einfach mal gerne bitten, über dich etwas zu sagen und deine Arbeit. Ich denke, ich vereine relativ viele Hintergründe von Lernneurologie über Traumapsychiatrie, Tinnitus-Sprechstunde, Komplementärmedizin. Und ich denke, das ist zu viel, das alles aufzulisten. Ich denke, was mich mehr auszeichnet, ist nicht, dass ich in irgendetwas gut bin, sondern schon seit Kindheit den Drang, das Interesse, Menschsein zu verstehen. In allen Dimensionen, vom spirituellen, philosophischen, aber auch medizinischen. Wie funktioniert Menschsein? Und ich denke mir, ähnlich wie das Rico auch gesagt hat, es sind die Antworten, die ich zum Beispiel durchs Medizinstudium nicht bekommen habe über das Menschsein, die mich neugierig gemacht haben, weiterzusuchen. Und dort hatte ich halt das Glück, in der Sportmedizin, aber auch vom Leibarzt des Dalai Lama, einfach Antworten, Modelle, Ideen zu bekommen, die für mich viel näher an der erlebten Realität mit Patienten sind, als das, was mir das Lehrbuch sagt. Und ich denke mir, dass diese Neugier, dieses Fragen, den Leuten zuhören, erklär dich mir. Nicht ich erklär dir, wie du funktionierst, erklär du mir, was du erlebst. Das führt mich. Und das nachher kreativ umzusetzen, das ist der Challenge. Auf komplexe, ja oftmals komplexe Symptome hast du ja eigentlich nicht immer, aber vielfach eine einfache Antwort, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es geht darum, dass es um dieses Steuerungssystem geht, was überhitzt ist. Und wenn dieses Steuerungssystem überhitzt ist, kann das eine Vielzahl von verschiedenen Krankheiten auslösen. Ja. Und das sozusagen jetzt nicht in einem Symptomblick auf die Krankheiten, sondern in einem Ganzheitsblick, wie eine andere Diagnose gefällt werden muss. Für mich ist es in dem Sinn manchmal schon sehr komisch wie so unsere Medizin, weil was ich heute hier erzählt habe, das lernt jeder Medizinstudent, jede Medizinstudentin im ersten, zweiten Studienjahr. Nämlich, wie funktioniert eine Zelle? Wie erhält sie sich gesund? Das Problem ist, den Rest vom Studium, wir hören nie mehr etwas darüber. Das heißt, ich erzähle nicht irgendetwas Neues und ich nehme eigentlich ernst, was ich als Basiswissen gelernt habe. Wie hält sich die Zelle, das Organ, der Körper, ich als soziales, psychisches Wesen gesund? Das ist alles. Und das ist sehr praktisch. Und das ist, ich sage immer wieder quasi, mit den Menschen zu arbeiten, wie ich das versuche, ist 40% gesunder Menschenverstand, wie habe ich es gern, 40% Beziehungskunst und 20% Wissen. Jetzt, wenn diese Steuerung nicht wirklich so präzise funktioniert, wie du das erklärt hast, was können daraus für medizinisch feststellbare Symptome erwachsen aus dieser unsauberen Steuerung? Ich sage mal so, beim gesunden Menschen ist es so, dass die oberste Steuerinstanz ist immer das Nervensystem direkt über das vegetative Nervensystem oder über Hormone. Und unten sind die Funktionen, die dann eine Teilfunktion im Körper erfüllen. Jetzt kann entweder unten das Organ, die Funktion gestört sein, oder es kann die Steuerung gestört sein. Und das, was ich mir erlaube, ist, hat mit diesen verschiedenen Inputs, tibetische Medizin und Sportmedizin zu sagen, ich schaue nicht zuerst, ob unten was defekt ist, ich schaue zuerst mal, dass die Steuerung stark und fit ist. Und wenn ich mit einem traumatisierten Menschen spreche, der bringt mir vielleicht 50 Probleme, die er nicht mehr im Griff hat. Wenn ich mit ihm zuerst einen Monat schaue, das Gehirn fit zu machen und schauen, dass er gut schläft, dann mache ich halt ganz praktisch die Erfahrung, nach einem Monat sind 25 Probleme keine Probleme mehr.
weil sie sich selber reguliert oder gesteuert oder geklärt haben. Das klingt schon fast ein bisschen revolutionär. Was gehört denn dazu, dieses Gehirn fit zu machen? Welche Komponenten müssen da berücksichtigt werden? Ich glaube, das weiß jeder von seiner eigenen Lebenserfahrung. Tiefschlaf. Wer nicht ausgeschlafen in den nächsten Tag kann, der hat noch so viel Altlasten vom letzten Tag, der ist eigentlich nicht aufnahmefähig für Neues. Darum ist nicht Schlaf, sondern vor allem wirklich der Tiefschlaf, dort wo sich das Gehirn erholen kann, essentiell. Das zweite ist, dem Gehirn ausreichend Nahrung zu geben, also auch ausreichend Spurenelemente und vor allem Aminosäuren zu geben, die das Gehirn braucht, um sich in einen integrativen, lernfähigen Zustand hinein zu beruhigen. Das heißt, wenn ich etwas von dir Neues höre, dann stimuliert mich das. Wenn ich es von dir gerade höre, in dem Moment lernt mein Gehirn nicht, mein Gehirn lernt nachher. Wenn mein Gehirn dauernd überhitzt ist und zu hoch durchläuft, ist Lernen, Integrieren, Entwickeln gar nicht möglich. Darum versuche ich, wie biologisch über Tiefschlafregulation und Nahrung das Gehirn überhaupt in einen Therapie-, Lern- oder entwicklungsfähigen Zustand zu versetzen. Ganz banal. Das heißt, es geht dann ja auch nicht darum, dass man bis zu seinem Lebensende Nahrungsergänzungsmittel konsumiert, sondern sozusagen die Verschränkung von zum Beispiel psychotherapeutischen oder anderen medizinischen Interventionen mit dieser Regulation der Steuerung, sozusagen der Verbund von diesen Maßnahmen, kann dann auch mal zu einem Zwischenerfolg oder überhaupt Erfolg führen. Im antiken Griechenland war immer das Ideal von Therapeutikos, vom therapeutisch tätigen Menschen, den anderen hin zu einer weiseren Lebensführung zu begleiten. Das heißt, er soll nicht von mir abhängig sein, aber er soll lernen, was ist meine Ernährung, was ist meine Work-Life-Balance. Wenn alle um mich herum Zen-Meditation machen, aber ich habe lieber Nordic Walking, dann mache ich Nordic Walking. Das heißt, weise Lebensführung heißt, dass ich mich so gut kennenlerne, dass ich weiß, was gilt für mich. Respektieren, was für die anderen gilt, aber nicht das blind nachmachen, sondern heraustüfteln, was braucht meine Psyche, meine Seele, meine Spiritualität und mein Körper. Und das wäre für mich, das Ziel wäre eigentlich nachher, ein psychologisch, spirituell erwachsener Mensch zu werden. Ich sehe, was andere für sich tun, ich weiß aber, was ich für mich tun muss, um mich als gesunder Teil der Gesellschaft gesund zu halten. Das ist eine konstante Forschungsreise. Dr. Roger Ziegler, vielen Dank für diesen kurzen Einblick und diese Einführung und ja, vielleicht bis ein nächstes Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen.